Damen und Herren, das war sie nun, die Saison 2010-2011. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer Pressekonferenz dieses letzten Saisonspiels zwischen dem FSV 63 Lungenweide und Rot-Weiß Erfurt, zweite Mannschaft. Zu meiner Linken hat Platz genommen der Trainer der Erfurt, Dietrich Schönberg, zu meiner Rechten immer die Mannigkeit. Ich denke mal, Ihnen geht es genauso wie mir. Ende gut, alles gut. Der Erfurter Trainer sieht es vielleicht ein bisschen anders, aber trotzdem kann er es locker sehen. Piet, wie haben Sie das schon gesehen? Ja, zunächst einmal Glückwunsch an unseren weiteren Team zu dem am Ende verdienten 3-1-Sieg. Ich bin ein paar Minuten nach dem Spiel natürlich enttäuscht. Ich habe mich nicht erst die Folge unseren vierten Platz. Wir hatten ja die Chance, auch Dritter zu werden, denn Ort zum Mittelspiel hätte. Und wenn man den Anspruch hat, Dritter zu werden, dann kann man so ein Spiel einfach nicht mehr schauen. Deswegen ist die Enttäuschung größer als die Freude über die doch gute Saison. Danke, Piet. Herr Ingo, solche Dramaturgie kann auch der beste Regisseur im Theater nicht vollbringen. Du wechselst zwei Spieler ein, die schießen unter die Tore, beziehungsweise bereiten sie vor. War sicherlich ein Dankeschön dieser Spieler, die von der zweiten in die erste Liga gestoßen sind. Aber allgemein, wie hast du dieses letzte Saisonspiel gesehen? Ja, erstmal Kompliment. Es ging ja letztendlich nicht mehr viel für beide Mannschaften, der Druck war raus. Aber darüber hinaus hat man dann vielleicht auch den Anspruch, nochmal ein ordentliches Spiel zu machen. Wir haben uns bemüht, wir hatten viele, viele Torchancen in der ersten Halbzeit, haben sie nicht genutzt. Und Erfurt hat gezeigt, dass sie nicht umsonst eine Spitzenmannschaft sind. So durch ein klasse Tor 0 oder 1-0 in Führung gegangen. Wir sind dann nochmal zurückgekommen. Das war auch für die Moral heute. Die Jungs hatten sich noch eine Menge vorgenommen. Die letzten Wochen waren nicht einfach. Und ja, besonders gefreut habe ich mich natürlich für den André und auch für den Borstel, die das Dankeschön von uns erhalten haben. Das war lange, lange ausgemacht. Denn sie haben sich in unserer ganz, ganz komplizierten Situation in Mühlberg beim Pokalspiel zur Verfügung gestellt. Deswegen haben sie auch den Anspruch gehabt, heute nochmal zu kommen. Und haben das auch mit Leistung zurückgezahlt. Da habe ich mich ganz besonders gefreut. Ja, und über Dennis Seidel, der Abschied tut weh. Wir werden mal gucken. Noch sind wir nicht sicher, ob wir den Namen am Spind abmachen, weil er ist immer noch am Schwanken. Und wenn ein Spieler am Schwanken ist, dann hat man immer noch eine Chance. Aber im Großen und Ganzen können wir heute zufrieden sein. Ich muss auch sagen, dass es letztendlich auch ein sehr faires Spiel war, aber auch Kompliment an Erfurt. Und von daher war das ein rundum zufriedenstellender Rahmen und den werden wir gebührend feiern, wenn ich jetzt noch sehe, dass wir auch noch Sechster geworden sind. Wir haben letztes Jahr als Neuling in der Nordstaffel einen vierten Platz belegen können und jetzt noch Sechster, das ist natürlich eine Riesensache, obwohl wir riesengroße Probleme hatten in der Rückrunde. Und ja, Kompliment und wir werden jetzt den wohlverdienten Urlaub antreten und dann mit großem Elan die neue geplante Saison dann angehen und wir werden uns dann wiedersehen, Piet, und dann werden wir mal gucken. Euch eine gute Einfahrt und einen schönen Urlaub und uns auch und wir sitzen alle ein bisschen zusammen und feiern noch ein bisschen. Danke. Ja, danke nur für deine Worte. Gibt es irgendwelche Fragen aus dem Publikum von seiner Presse? Und Matthias, gut wieder. Ja, ich möchte vor die eigentlich drüben ganz im Gegenteil. Ich höre so gerne Ingos Ausführungen, deswegen frage ich danach nochmal. Ich höre so gerne Ingos Ausführungen dazu, welchen Stellenwert das hat. Man muss ja nochmal sagen, also mehr ein Statement als eine Frage, vielleicht mit Dresden und Aue steht man jetzt punktgleich da. Und wenn man dann sieht, Magdeburg, Dresden und vielleicht Halle gehen runter und wir als kleines Luckenwalde, ich denke mal, darauf weist ja Ingo immer hin. Das kann man nicht hoch genug einschätzen. Ja, das sind ja keine Floskeln. Wir wissen schon sehr wohl, dass es eine sehr, sehr schwierige Saison war für uns. Und das hat auch damit zu tun, dass wir in einer Liga spielen, wo viele die Möglichkeit haben, Vormittag und Nachmittag zu trainieren, andere Bedingungen zu haben als wir. Und von daher ist der Platz 6 natürlich ein Riesenerfolg für uns. Wir haben aber auch gesehen und kommen nicht von ungefähr, dass wir so viele Verletzungen hatten, weil wir uns natürlich von den Belastungsformen anpassen müssen, um hier mitspielen zu können. Und da haben die Jungs eben einfach noch Probleme. Und da werden wir die Lehren daraus ziehen von dieser ersten Saison in der Südstaffel. Ich betone immer wieder, und das ist auch so,
fußballerisch ist die sicherlich nicht stärker, aber von der Physis her, von der allgemeinen körperlichen Physis her ist da viel, viel mehr und dafür mehr verlangt als im Norden. Und ich sage mal, der Berliner Fußball, der so läuft, läuft es gut, läuft es nicht, ist auch gut. Das gibt es im Süden nicht. Da wirst du bis zum Schluss kämpfen müssen um deine Punkte. Und wir haben uns eigentlich trotz alledem sehr, sehr wohl gefühlt hier im Süden. Und es wird uns wahrscheinlich so kommen, dass wir da drin verbleiben. Und wir freuen uns auch schon auf die neue Saison. Und werden auch unsere Lehren ziehen, denn nach dem Spiel ist vor dem Spiel, das wissen wir ja alle. Und wir werden gucken. Heute wollen wir das alles noch ein bisschen genießen. Und ja, ich will ja nicht so lange reden, weil die Erwarter wollen nach Hause. Heute Sonntag. Tschüss. Gibt es eventuell noch weitere Fragen? Das ist Gott sei Dank nicht der Fall. Ich wünsche uns allen jetzt eine schöne Feier, eine schöne Saisonabschlussfeier. Bleibt gesund in Erfurt und wie ich schon sagte, eine angenehme Einfahrt auf ein neues im nächsten Jahr. Kommt so gut wie im Sommer, schönen Urlaub. Auf ein Wiedersehen am 6. oder 13. August. Tschüss.